So, und damit willkommen. Ihr seht schon, hier steht ein Fahrzeug. Willkommen bei Lampenstadt Nummer 25. Das ist eine exklusive Preview. Das Ganze, was ihr seht, ist natürlich noch nicht fertig. Es ist Work in Progress und noch nicht final. Aber was ihr hier sehen könnt, ach, es gibt endlich schöne Lichtverhältnisse. Gerade am Morgen, wir haben 6.30 Uhr. Steht wirklich jeder gerne auf. Und der Nebel über die Felder und übers Wasser. Ach, wie schön das doch ist, ne? Das ist eines der neuen Futures, die es tatsächlich im neuen Landwirtschaftssimulator 25 gibt, der am 12. November herauskommt. Und gerade diese Lichtspiegelungen, ne, im Wasser. Och, wie schön! Habt ihr nicht so richtig Bock, jetzt wirklich mal in die Landwirtschaft zu gehen? Bei solchen schönen Bildern, also es lohnt sich auf jeden Fall. Ein paar Schiffe kuttern auch so ein bisschen dadurch. Wenn der Nebel weg ist, sieht es natürlich doch viel, viel schöner aus. Aber was es tatsächlich Neues bei dem Landwirtschaftssimulator 25 gibt, das erfahrt ihr jetzt alles genau hier in diesem Video. Nämlich ganz wirklich und wirklich neu ist die Engine. Die Engine, die Giants Engine, ist jetzt in Version 10 und da gibt es tatsächlich viele neue Sachen. Gewächshäuser sind mit dabei, wo wir tatsächlich auch ein paar Pflanzen pflanzen können. Und unter anderem auch eine neue Fruchtsorte, beziehungsweise zwei neue Fruchtsorten sind mit dabei. Und diese zwei neuen Fruchtsorte kann man tatsächlich auch hier im Gewächshaus anpflanzen. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus, denn das hier ist nämlich Reis. Und wie wir den Reis tatsächlich auch noch tatsächlich pflanzen können, das zeigen wir euch jetzt. Denn da nehmen wir uns nämlich die Paletten und bringen sie zum Feld. Denn Reis gibt zwei verschiedene Varianten, wie wir das Ganze pflanzen können. Nämlich einmal trocken und einmal nass. Also pflanzen, trocken. Das heißt, ihr pflanzt es ein, trocken, flutet dann das Feld. Und dann, also flutet ihr das zweimal das Feld. Und dann kann der Reis gesät werden. Oder entsprechend auch die Nassfunktion. Das heißt, ihr flutet erst das Feld. Und dann kommt diese wunderschöne neue Maschine hier in Einsatz, die da steht. Das ist nämlich eine Isaki. Iseki, genau. Das ist ein japanischer Hersteller und die pflanzt euch dann den Nassreis. Ihr könnt es ganz genau sehen. Auch Wellen sind endlich mit dabei und wirklich sehr, sehr schön animiert. Also sieht wirklich wundervoll aus. Gerade wenn ihr auch den Reis beim Pflanzen euch genauer anschauen möchtet. Seht ihr, wie ein einzelner Steckling dann immer genommen wird und dann da unten eingepflanzt wird. Also ihr merkt, es hat sich tatsächlich sehr, sehr viel getan. Und hier kommen wir zur Reisernte. Dafür gibt es auch eine Maschine, der Iseki. Und entsprechend wird der gedroschen, kann man schon fast sagen. Na, nicht so ganz richtig. Aber er landet dann auch in der Maschine. Nach zweimal Wasser saugen sieht er dann so aus. Ja, Ton liegt auch wirklich zweimal Wasser saugen. Beim ersten Mal ist er noch nicht fertig. Und so sieht dann der ganze Reis aus. Diese Felder haben auch eine Kante, sodass das Wasser natürlich nicht rauslaufen kann, wenn ihr das Ganze flutet. Weil das wäre natürlich ein Unding. Ihr flutet ein Feld und alles drumherum wird auch noch nass. Nein, hier gibt es extra eine schöne Erhöhung und abtanken könnt ihr natürlich auch in einem Wagen und so sieht dann der fertige Reis aus. Ganz frisch und ganz neu im Landwirtschaftssimulator 25 ist GPS. Ich glaube, so viele haben sich schon darauf gefreut, endlich mal GPS zu haben. Man konnte es tatsächlich damals noch ein bisschen nachrüsten durch Mods, jetzt ist es endlich vollwertig im Spiel drin. Das heißt, jede entsprechende Maschine hat solche GPS-Lines und somit macht das Arbeiten tatsächlich auf dem Feld dann doch noch ein bisschen einfacher. Und da muss man wirklich sagen, es erleichtert wirklich vieles, das ganze Spiel. Und natürlich richtet sich die Maschine nach dem GPS-Signal aus. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Ende kommen, sagen wir, okay, gehen rüber und machen dann
da weiter. Ein neuer Überladewagen, beziehungsweise ein Überladewagen. Und das ist auch eine neue Maschine, die wirklich sehr, sehr besonders ist. Denn das ist so, weitere Maschine. Jetzt sind wir beim Spinat angekommen. Ja, auch Spinat ist tatsächlich eines der neuen Fruchtsorten, die es beim Landwirtschaftssimulator 25 gibt. Ach so, soll ich euch kurz noch verraten, wir spielen auf der Map Riverbend Springs. Die ganze Map hat ungefähr 80 Felder, das heißt, ihr habt wirklich genug zu tun, bis ihr das tatsächlich habt. Und dieser ist wirklich, also dieser Wagen ist genau für die Spinaternte gedacht. So kommt der Spinat dann am Ende raus. Er wird gehäckselt und gleich nach hinten geschmissen. Und den könnt ihr dann da natürlich überladen. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. So, eine weitere neue Maschine, die ihr hier seht. Ein MacDon. Bekannt ist das ganze Ding aus Amerika. Das Besondere daran ist, die Schwarte liegt hier in der Mitte. Und warum ist das so? Das kann ich euch ganz einfach verraten. Ihr drescht das Feld nämlich schon vorher, bevor überhaupt die Frucht entsprechend bzw. das Weizen reif ist. Und in dieser Schwarte reift dann tatsächlich das Ganze weiter. Und dann ist es auch sehr, sehr besonders, ne? Also, was es nicht alles Neues gibt, ne? Hier, guck mal. Auch was Neues. Hier könnt ihr dann gleich eure neue Felder bestellen. Und ihr seht, GPS ist tatsächlich eines der neuesten Features. Und außerdem hier auch ganz gut zu sehen, Reifenspuren. Die werden tatsächlich sehr, sehr detailgetreu jetzt nachgebildet. Da gibt es verschiedene Berechnungen dazu, wie doll sich tatsächlich jetzt die Ground Deformation sich hier ansetzt. Also je nach Gewicht wird der Boden tatsächlich da auch wirklich anders belastet und die Spuren werden tatsächlich nach Beachtung des Gewichtes oder auch nach der Feldbeschaffenheit berechnet. Das heißt, habt ihr einen schweren oder leichten Wagen, dann habt ihr fast keine Spuren. Ja. Auch was ganz Neues hier. Sieht ja auch ganz, ganz selten, ne? Das hier. Ein Teleskoplader, wo ihr euch die Kanzel noch anheben könnt. Das ist von der Marke Senneborg. Sennebogen. So, Entschuldigung. Flup. Und wenn wir schon gerade bei Tieren sind, gibt es natürlich auch neue Tiere. Nicht wirklich neue Tiere, aber tatsächlich doch neue Tiere gibt es auch. Aber wir kommen erstmal zum einfachen Teil. Ihr seht, da sind so kleine Babykälber. Ach, wie niedlich. Also es gibt jetzt drei verschiedene Tiergrößen. Von kleinen Kälbern bis zum ausgewachsenen Kalb. Und hier sehen wir die Ground Deformation nochmal so richtig in Aktion. Also über ein Feld zu fahren, ist tatsächlich auch sehr, 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 sehr besonders. So. Und passend dazu haben wir jetzt hier eine kleine Saatmaschine. Oh, was kommt denn da? Kommt da etwa ein Twister? Ja, passend in der neuen, im neuen Landwirtschaftssimulator gibt es tatsächlich auch einen Twister endlich im Spiel. Und da muss man tatsächlich jetzt sagen, das Ding sieht wirklich, wirklich toll aus. Also, falls ihr Bock habt oder Bock bekommen habt, ein bisschen mehr vom Landwirtschaftssimulator 25 zu sehen, ja, dann wird es auf jeden Fall Zeit. Am 12. November ist es soweit, da kommt das ganze Spiel raus. Also, schaut es euch gerne an, wenn es euch wirklich interessiert. Und
Ja, Twister und Hage sind tatsächlich auch neu im Wettersystem mit dabei. Das Ganze ist, wie gesagt, auch optional. Ihr könnt es deaktivieren. Es ist nicht wirklich Pflicht, denn der Twister macht tatsächlich dann doch schon ein bisschen was kaputt. Rated E for everyone.